zwar schon mal gehört, dass es im Jahr 1923 nicht so gut lief, aber ihr wisst noch gar nicht, was die Hyperinflation 1923 war und welche Folgen das Ganze hatte. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären wollen. Und bevor das ganze Video jetzt losgeht, seht ihr hier einmal den Kurs, den wir für euch verfasst haben. Das heißt, die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, die immer wieder ergänzt werden. Das heißt, es wird immer umfassender, haben wir für euch als Kurs zusammengefasst. Natürlich unter anderem eben auch das Krisenjahr 1923, was ja eine ganz zentrale Rolle in diesem ganzen Komplex spielt. Dabei findet ihr da Texte zum Verstehen, Formulierungshilfen mit verschiedenen Beispielen, Zusammenfassungen für das schnelle Lernen und natürlich auch Videos zum Wiederholen. Das ist natürlich ganz wichtig, um das Ganze dann langfristig zu behalten. Checkt es jetzt aus mit dem Code WELCOME, bekommt ihr 20% auf das Ganze in unserem Shop online. Erster Link in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir jetzt zur Hyperinflation im Jahr 1923. Das war zeitlich gesehen das zweite Ereignis, was eben in diesem Jahr 1923, 5 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, stattgefunden hat. Und hier war ja insbesondere wieder der Grundausgangszustand. Es gab zahlreiche Ereignisse, die dazu geführt haben, dass man die Demokratie auf eine herausfordernde Probe gestellt hat und eben auch die breite Bevölkerung, das Vertrauen und eben auch letztendlich den Glauben in diese Weimarer Republik verloren hat. Dabei ist es so, dass durch die Ruhrkrise, die ja Anfang 1923 stattgefunden hat, im Ende 1922 eben aufgrund des Rückstandes von der Reparationszahlung gestartet ist, sank dann letztendlich auch die Industrieproduktion, weil wir eben eine Belagerung Frankreichs hatten und die ja im zentralen Gebiet der Industrie in Deutschland stattgefunden hat, nämlich im Ruhrgebiet, also die Ruhrkrise, ein extrem wichtiger Ausgangspunkt für diese Hyperinflation, die dann letztendlich dazu geführt hat, dass es weniger Geld gab und dadurch der Staat sich genötigt gesehen hat, letztendlich Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und diese Gegenmaßnahmen waren, dass der Staat weiteres Geld gedruckt hat, um den passiven Widerstand zu finanzieren. Und dabei ist es letztendlich so, dass immer mehr Geld gedruckt wurde, während die Umlaufgeschwindigkeit auf einem Rekordniveau anstieg. Und wenn ihr in Sovi oder in Wirtschaft aufgepasst habt, dann wisst ihr sicherlich, dass diese hohe Umlaufgeschwindigkeit und ein immer weiterer Gelddruck letztendlich dazu führt, dass natürlich die Bevölkerung jegliches Vertrauen in diese aktuelle Währung verliert. Und dadurch kommt es dann zu einer Hyperinflation. Eine typische Hyperinflation ist ja eine Inflation, die weitaus stärker ist, also eine Geldentwertung, die da eben im Jahr 1923 stattgefunden hat. Und da reden wir nicht von einer Geldentwertung, wie sie beispielsweise in diesem Jahr stattfindet, also mit einer hohen einstelligen Prozentzahl, sondern tatsächlich weitaus höhere Summen, die dann am Anfang natürlich noch im zweistelligen und dreistelligen Bereich sind, aber dann natürlich im hohen vier-, fünf-, sechsstelligen Bereich landen können. Also wir haben eine enorme Inflation, die kaum vorstellbar eigentlich ist und dementsprechend natürlich diese hohe Umlaufgeschwindigkeit von Geld ein ganz zentraler Punkt ist, der dazu führt, dass man das Ganze natürlich enorm bewerten muss. Dabei ist es so, dass die Preise letztendlich viel schneller anstiegen als die Löhne der Bevölkerung. Und das führt natürlich schlussendlich in einer Situation auch dazu, dass dies eine Abnahme der Lebensqualität zur Folge hatte. Man konnte sich weniger leisten, sowie dann natürlich auch tatsächliche Existenzängste zur Folge kamen, denn dadurch, dass man sich weniger leisten konnte und die Lebensqualität sank, konnte man sich natürlich auch immer weniger notwendige Produkte leisten, also Verpflegung oder entsprechend auch verschiedene Produkte, die einfach den Alltag überhaupt erst möglich machen. Die Menschen lebten letztendlich stets mit der Angst, sich am nächsten Tag keine der notwendigen Lebensmittel mehr finanzieren zu können, weil die Löhne einfach nicht so schnell steigen könnten, wie eben beispielsweise der Preis für ein Brot angepasst wurde. Letztendlich gab es diese großen Scheine, wie wir dort sehen, 10 Millionen Mark, die extremst viel und extrem hoch ausgedruckt wurden. Heute ja undenkbar, dass wir einen Schein haben, der 10 Millionen Euro hat, aber ebenso war es zu dieser Zeit. Und um diesen Zustand der Hyperinflation letztendlich zu beenden, wurde im November 1923, also am Ende des Jahres 1923, wir denken daran, dass es Anfang 1923 schon angefangen hat, Ende 1923 im November wurde eine Währungsreform durchgeführt. So wurde zuerst die Rentenmark und dann im Oktober 1924 schließlich die Reichsmark eingeführt. Dabei ist es so, dass diese Reichsmark dann das Ende dieser Hyperinflation beschloss, aber auch schon zuvor die Rentenmark, die eben zusätzlich abgesichert war und einen realen Wert geknüpft wurde,
das führte natürlich dazu, dass eben diese Hyperinflation in Teilen schon Ende 1923 besiegt werden konnte, beziehungsweise erste Maßnahmen gegen diese ganze Hyperinflation ergriffen wurden. Und außerdem ist es so, dass dann natürlich die Zeit der goldenen 20er starteten. Die USA unterstützten beim Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft mit einem Konzept von Charles Darwin. Dabei ist es so, dass die Alliierten ebenfalls beim Aufbau der Wirtschaft halfen und dadurch natürlich die Reichsmark enorm gestärkt wurde, das Vertrauen in neue Währung stieg und daraus natürlich auch ein Vertrauen entwuchs, was für die gesamte Regierung und damit letztendlich auch wieder die Demokratie positiv war. Und das war eben der Aufbruch in die goldenen 20er, also in ein Jahrzehnt letztendlich, was sehr positiv war und was damit natürlich auch dazu geführt hat, dass sehr viel Reichtum, sehr viel Prosperität in das deutsche Land eben wieder zurückkam und es einen realen Wirtschaftsaufschwung gab, der dann entsprechend eben als Ausgangspunkt von der Hyperinflation 1923 dann stattgefunden hat. Fassen wir euch das Wichtigste zur Hyperinflation 1923 nochmal zusammen. Grundsätzlich ist die Ausgangslage, dass es Ruhrkrise gab Anfang 1923, die Industrieproduktion sank und dadurch insbesondere die Belagerung Frankreichs der Ausgangspunkt von dieser Hyperinflation war. Dabei ist es so, dass die Bevölkerung letztendlich jegliches Vertrauen in die aktuelle Währung verlor, es zu Hyperinflation kam, weil letztendlich auch immer mehr die Preise anstiegen, es keinen realen Wert mehr gab, es gab eine hohe Umlaufgeschwindigkeit von Geld und gleichzeitig eben sehr niedriges Vertrauen und dadurch, um das Ganze überhaupt irgendwie in den Griff zu bekommen, wurde erst die Rentenmark eingeführt und dann im Oktober 1924 schließlich die Reichsmark und das war letztendlich der Ausgangspunkt für die Zeit der goldenen 20er, für eine neue Zeit, die letztendlich mit sehr viel mehr Wohlstand verknüpft war und dadurch natürlich auch dazu führte, dass ein gesamtes Konstrukt von Menschen geschaffen wurde, die eben jetzt dann in ein neues Jahrhundert oder in ein neues Jahrzehnt erstmal gestartet sind, was dann natürlich extremst positive Folgen hatte. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Kommen wir nun zu dem Hitlerputsch und damit letztendlich dem letzten Ereignis, welches im Jahr 1923 maßgeblich war. Und dabei ist es so, dass die ersten Auseinandersetzungen entstanden, als der neue Reichskanzler Gustav Stresemann im September 1923 den passiven Widerstand abbrach. Diese Maßnahmen wurden insbesondere von den nationalistischen und völkischen Parteien als Verrat angesehen. Das heißt, hier ist es so, dass wir ja den Widerstand, den passiven Widerstand, insbesondere in der Ruhrkrise gesehen haben und dieser natürlich als Ausgangspunkt dann im September 1923 diente, um Gustav Stresemann zu kritisieren, denn man kritisierte letztendlich hier insbesondere, dass der passive Widerstand abgebrochen wurde und damit letztendlich ein Verrat stattgefunden hat, denn hier lag natürlich erstmal der Verdacht nahe, dass es letztendlich dazu führen könne, dass dieses große Gebiet, dieses wichtige Gebiet, dieses Ruhrgebiet eben an Frankreich verloren gehen würde und dementsprechend haben die nationalistischen und völkischen Parteien dies sich dann zunutze gemacht und als Hitler dann am 25. September 1923 zum Führer des Deutschen Kampfbundes gewählt wurde, versuchte dieser dann mehrmals eine Revolution oder entsprechend auch einen Aufstand innerhalb der Weimarer Republik herbeizuführen. Wir erinnern uns die Gesamtsituation, Ruhrkrise und zusätzlich eine Hyperinflation, die natürlich beide enorme Auswirkungen auf das Vertrauen in die Regierung damals hatte und auch eventuell in dieses Konzept des gesamten deutschen Staates, der Demokratie, all das wurde in Frage gestellt und hat letztendlich auch überhaupt die Möglichkeiten gegeben, diesen Aufstand oder die Revolution herbeizuführen. Der Putsch war dabei ursprünglich für den 29. September geplant, kurz nach der Wahl zum Führer des Deutschen Kampfbundes von Hitler eben. Und dabei ist es so, dass mithilfe der SA, also einer paramilitärischen Einheit der NSDAP, letztendlich Hitler mit von Karl Lossow und weiteren wichtigen Mitgliedern der rechten Szene eine Kooperation erzwingen konnte und anschließend dann die Ereignisse sozusagen ihren Lauf liefen. Mehrere bewaffnete SA-Männer nahmen den Ministerpräsidenten Eugen von Knilling und weitere Politiker als Geiseln und dabei kam es dann dazu, dass der stellvertretende Ministerpräsident Franz Matt
sich mittlerweile nach Regensburg zurückgezogen hatte und dort dann der regierungstreuen Polizei den Schießbefehl erteilte. Das heißt, hier sehen wir einen enormen Widerstand natürlich auch gegen diesen Putsch. All das führte natürlich zu einer enorm angespannten Situation und wir müssen uns immer wieder in den Hintergrund rufen, dass natürlich zu dieser Zeit nicht nur diese enorme Auswirkung von dem Hitlerputsch tatsächlich stattfand, sondern dass das Krisenjahr 1923 auch noch ganz andere enorme Folgen hatte, unter anderem eben immer wieder hervorzuheben die Hyperinflation, die die Menschen natürlich enorm vor große Aufgaben gestellt hat und natürlich enorm belastet hat. Dabei ist es so, dass der Marsch nach Berlin begann, obwohl der Putschversuch fehlschlug, die Putschisten letztendlich am nächsten Tag ihren Erfolg trotzdem kommunizierten und dann der Marsch nach Berlin, der letztendlich an Mussolinis Marsch auf Rom erinnern sollte. Und dabei ist es so, dass die Putschisten unter der Führung von Hitler und Ludendorff dann zum Odeonsplatz marschierten und das dann eben als großen Erfolg feiern wollten. Und hier dann entsprechend natürlich auch zeigen wollten, dass ihr Putschversuch geklappt hat, obwohl er es tatsächlich ja nicht hat. Anschließend flohen Hitler und dann auch viele weitere Putschisten, die da eben beteiligt waren. 2 Tage später, am 11. November, konnte Hitler dennoch festgenommen werden, eben für das, was er gemacht hat. Also eben, dass er einen Putschversuch auf die Regierung überhaupt erst durchgeführt hat. Der komplette Platz, das Odeonsplatz, wurde damals von der Landespolizei abgeriegelt und mit Maschinengewehren besetzt. Das heißt, hier kam es trotz eines kurzen Feuergefechts, konnte man letztendlich diesen Marsch nach Berlin in Anführungszeichen verhindern und dementsprechend auch unter Führung von Hitler und Ludendorff da dann entsprechend verhindern, dass es weitere Folgen von diesem Marsch noch geben konnte. Und das war letztendlich das Ende des Hitlerputsch und damit natürlich auch hier erneut der Beginn einer besseren Zeit mit der Hyperinflation, die auch besiegt werden konnte, dann Ende des 1924. Jahres. Und damit hat das dann natürlich auch als Ende des Jahres 1923, das Krisenjahr 1923, abgeschlossen. Und damit fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. Wir erinnern uns, dass die ersten Auseinandersetzungen des Hitlerputsch letztendlich entstanden sind, als der Reichskanzler Gustav Stresemann im September 1923 einen passiven Widerstand abbrach, dementsprechend das Ruhrgebiet letztendlich als aufgegeben angesehen wurde. Und dabei wurde das natürlich enorm von den nationalistischen und völkischen Parteien als Verrat angesehen. Mithilfe der SA, einer paramilitärischen Einheit der NSDAP, konnte Hitler mit von Karl Lossow und weiteren wichtigen Mitgliedern der rechten Szene dann eine Kooperation erzwingen und damit begann dann letztendlich der Putsch und letztendlich auch der Marsch nach Berlin, der dann den Putsch feiern sollte. Die Putschisten marschierten dann letztendlich unter der Führung von Hitler und Ludendorff zum Odeonsplatz, der allerdings verriegelt war, und 2 Tage später am 11. November konnte dann letztendlich Hitler festgenommen werden und dieser gesamte Hitlerputsch, der Versuch, wurde letztendlich unterbunden und konnte abgebrochen werden. All das eben im Krisenjahr 1923. Und damit soll es auch schon gewesen sein vom Krisenjahr 1923 und dennoch interessieren euch bestimmt auch die vielen weiteren Ereignisse, die im 20. Jahrhundert einfach eine enorm wichtige Rolle gespielt haben und diese wollen wir euch jetzt zeigen, nämlich in unserem Kurs, der jetzt für euch verfügbar ist, mit verschiedenen Texten zum Verstehen und eben auch verschiedenen Beispielen, die da ganz sicher stattgefunden haben. Zusammenfassung für das schnelle Lernen und Videos zum Wiederholen findet ihr dort auch. Das heißt, checkt es jetzt unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20%. Ansonsten lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut also rein und ciao.